So, meine Freunde, ich werde jetzt die Drohne starten. Ich hoffe, euch gefällt der Shot. Und gibt noch gleich ein paar Videoaufnahmen dazu vom guten Bush-Guerilla. Die waren gerade noch mal wandern vernünftig. Viel Spaß dabei. Jetzt geht's los mit der Drohne. Bis später. Wo du viel Kraft dafür aufwendest, hast du keine Feinmotorik mehr. Du kannst dich weniger gut kontrollieren. Und wenn du dann abgleitest und mit dem stumpfen Messer gleitest du noch viel schneller ab als mit einem scharfen Messer, dann passiert es halt. Und darum schaut, dass euer Messer scharf ist. Bevor ihr aber einen Stoff bekommt, möchte ich, dass wir kurz anschauen, wie können wir die Werkzeuge gefahrenlos und gut auf und zu machen. Jetzt haltet ihr das Messer mal so, dass der Ring zu euch schaut und gegen den Boden. Und ihr hält das Messer in der schwachen Hand. Die starke Hand braucht ihr, um das Werkzeug auszuklappen. Ihr habt das Messer in der schwachen Hand. Und jetzt müsst ihr das Messer so halten, dass ihr auf einer Seite der Griffschale habt ihr Handballen und Daumen, so. Und auf der anderen Seite habt ihr vier Finger. Das sieht so aus. Beim Messer, beim Werkzeug aus dem Zuklappen ist es super wichtig, dass du das Messer möglichst stabil in der Hand hältst. Und das ist Schraubstock. Ich kenne keine Variante, wie du das Messer stabiler in der Hand hältst als so. So, jetzt ist es super wichtig, dass beim Öffnen, oder mir ist es super wichtig, dass das Kind das Werkzeug übergreift. Dass es immer den da macht. Immer übergreifen. Nie so, immer übergreifen. Und jetzt, wenn ihr die große Klinge ausklappen wollt, dann könnt ihr mit dem Daumennagel in die Vertiefung der großen Klinge, dann mit dem Zeigefinger auf der anderen Seite der Klinge festklemmen und dann könnt ihr so rausklappen. Und wenn ihr übergreift, seid ihr immer hinter dem Messerrücken mit der Hand. Weil für Kinder ist es ein Kraftakt, ein Werkzeug zu öffnen. Das können wir uns Erwachsene, wir können uns das gar nicht vorstellen. Das geht für uns super easy, aber für Kinder ist das ein Kraftakt.
Und überall, wo viel Kraft im Spiel ist und sie gleiten aus, dann passiert es, wie gesagt. Darum ist es mir wichtig, dass die Kinder das Werkzeug übergreifen, sodass sie mit der Hand immer hinter dem Messerrücken sind. Und wenn sie ausgleiten, dann stürzen sie nicht auf die Klinge, sondern ins Leere. Und wenn die Klinge halt so aufmachen, dann stürzen sie auf die Klinge. Darum übergreifen, dass du immer mit der Hand hinter dem Messerrücken bist. Und zum Schließen nimmst du Daumen und Zeigefinger, klemmst hinter der Spitze und machst das, gehst wieder zurück. Ja? Und jetzt kommt ihr mit der Schnitzhand vorsichtig und greift um die Griffschale herum. Genau. Wichtig ist, dass nur noch ganz, ganz wenig von der Griffschale zur Faust hinausschaut. Ja. Und wenn ihr den Arm streckt, dann schaut die Schneide von euch weg. Immer vor den Knien und niemals im Schoß, niemals auf dem Oberschenkel. Ihr schnitzt immer vor den Knien und niemals im Oberschenkel. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt nehmt ihr den Stock in die Faust, legt euer Handgelenk hier auf das Knie. Ihr haltet das Messer so, dass nur noch ganz wenig von der Griffschale aus der Faust hinausschaut. Und jetzt könnt ihr da vorne mal ein bisschen Rinde wegschnitzen oder einen Spitz machen, wie ihr wollt. So, Freunde der Sonne, der Greifenzüchter ist da. Ich zeige ihn euch. Wir fangen jetzt ein bisschen Vögel gucken und mal gucken, was er so erzählt. Viel Spaß. Kannst du mal gerade sagen, was das für einer ist? Ein Uhu, ja. Unser heimischer europäischer Uhu. Ein ländlicher Vogel, also ein Terzel, ein Drittel kleiner als die Weiber. Und der Uhu war ja bei uns mehr oder weniger ausgerottet, ist mittlerweile aber wieder flächendeckend da. Ich glaube, ihr wart schon an beiden Seen hier. Ne? An beiden Seen brütet er nicht regelmäßig, immer an beiden Plätzen, aber mal da und mal da brütet er. Wobei er sich dann auch den Platz mit dem Wanderfalken teilweise streitig machen muss. Beziehungsweise er auch die Jungvögel vom Wanderfalken aus den Nestern frisst. Gnadenlos. Natur ist kein Sozialland. Das ist ihm warm. Ne? Ja, volle Knall. Ja. Müssen uns gleich mal ein bisschen entschatten. Ja. Was ist drüben für einer noch? Der kleinere, das ist ein sogenannter Harris Hawk. Die Amerikaner nennen den Harris Hawk. Wir sagen Wüstenbussard, kommt aus den Steppen und Wüsten Mittel- und Nordamerikas, Mittel- und Südamerikas, Entschuldigung. Ja. Und ist da ein interessanter Vogel, halb Bussard, halb Habicht, könnte man sagen. Ist der einzige Greifvogel, der im Familienverband jagt. Okay. Also die Jungvögel vom letzten Jahr helfen im nächsten Jahr dann immer noch wieder die Jungvögel des diesigen Jahres mit aufzuziehen, die Beute für die zu fangen und die mit Futter zu versorgen. Und die stehen dann teilweise mit 6, 7 Vögeln auf einem schlagenden Kaninchen. Das würde einem normalen deutschen Bussard nicht passieren. Der verteidigt seine Beute bis aufs Blut. Und von daher sind das sehr ideale Vögel für die Beizjagd, weil die sich sehr dem Falkner verbunden fühlen. Ja, cool. Die fliegen also nicht weg. Ja. Der Vogel sucht den Falkner. Wenn ein anderer Vogel wegfliegt, läuft der Falkner los und sucht den Vogel. Okay, diese cool. Vögel suchen den Falkner. Ja, geil, danke dir. Gerne. Cool. Kostet 1 Euro. We'll be right back.
vierten Tag im vom Bushcraft und Survival-Freunde Sauerland Reichweite treffen. Alle packen so ein bisschen zusammen mittlerweile. Wir haben jetzt ungefähr, 8.50 Uhr. Ich habe mir gerade ein Frühstück gemacht, hier so ein bisschen Reste verwerten. So ein bisschen Rührei mit zwei Bratwürstchen. Gleich gibt es noch ein leckeres Käffchen. Und dann wird hier langsam und allmählich aufgeräumt. Gestern Abend hatten wir noch einen Geburtstag, ein bisschen zu feiern. Ja, ansonsten war ein sehr geiles Wochenende. Habt ja gesehen, Felix mit seinem Schnitzkurs. Also ich kann natürlich nicht alles abfilmen, aber alle sind zufrieden, alle sind happy und froh. Haben wir die Ärzte mal zitiert. Und ja, die umarmen sich hier schon ein, fleißig. Ich will auch gar keinen jetzt mehr auf den Sack gehen, großartig, hier irgendwie mit Filmen. So, Freunde der Sonne, der Sprinter ist gepackt. Wir machen jetzt noch die letzten Züge hier mit dem Aufräumen. Feuerstelle ist geklärt. Der Platz, wie man sieht, ist wieder komplett leergeräumt. Ich bin total happy gewesen, dass wir das hier so wieder mal zum dritten Mal auf die Beine gestellt haben. Und das war das Video. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel und wie genau das Video genau geschnitten ist. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Ich bin raus. Vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken und die Glocke, damit das die Folgevideos auch nicht verpasst werden. Ne? Ja, bis bald, euer Paolo und tschüss.